geht ab, Leute. Ich versuche heute aus dem Spider-Man-Spiel die ganzen Stunts nachzumachen und ich bin selber gespannt, wie weit ich schaffe und was ich alles hinbekomme. Also bleibt dran und schaut zu. Let's go. Wir fangen als erstes mit dem Wallflip an. Bin gespannt, ob die Schräge überhaupt so hält, wie ich mir das vorstelle. Okay, let's go. Setup ist natürlich scheiße, ey. Aber es hat geklappt. Nächster Trick. Ja, jetzt einfach mal One-Hand-Flick-Flack, keine Ahnung, schräg. Kriegen wir aber auch hin. Okay, so jetzt machen wir richtigen Spider-Man-Scheiß. Und zwar an den Seilen. Okay, der war auf jeden Fall einfacher als der davor. Und wir gehen zum nächsten Trick. Jetzt kommen wir zu 360 Dive Roll. Einer meiner Favoriten der Tricks. Den kriege ich, glaube ich, schon noch hin. Der war auch noch leicht. Gucken wir uns mal den nächsten an. Jetzt kommt so ein Gainer-Kick. Kriege ich bestimmt auch noch hin, aber das ist nicht so mein Movement, was ich gerne mache. Okay, der war jetzt nicht der schönste, aber ungefähr so hat er geklappt. Ab zum nächsten. So, jetzt versuchen wir den Trick, wo er jemanden zwischen den Beinen im Salto mitnimmt und dann gegen den Boden knallt. Der war auch mega easy, gleich beim ersten Versuch geschafft. Kein Problem. War das? Nein, war das nicht? Okay, der nächste Trick. Ich glaube, das ist ein B-Twist. Ich mag die Dinger gar nicht, aber ich kann die noch irgendwie zaubern. Irgendwie geht das. Aber ich muss davor ausrasten, das ist der schwierige Part. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Trick. Und zwar ist es einfach ein Standard Frontflip zur Spider-Man-Landung. Und ich sage euch eins, ein Standing Frontflip ist so schwer, also für mich zumindest. Aber ja, kriegen wir auch noch irgendwie gebacken. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich in First Try schaffe. Aber nice. Okay, ab zum nächsten Trick. Jetzt kommen wir schon ein bisschen näher an die schwierigen Sachen. Und zwar geht es weiter mit dem Scootful in Spider-Man-Landung. Ja, der war auch mega easy. Okay, wir gucken mal, wann kommt jetzt endlich mal was Schweres? Der nächste ist einfach ein gestreckter Gainer, aber mit so einem komischen Step davor. Und dieser Step macht mir richtig Angst. Aber auch den kriegen wir bestimmt noch gebacken. Okay, der war doch gar nicht so eklig wie gedacht, aber hat geklappt. Jetzt haben wir sozusagen so eine Katze auf die Kiste und dann Frontflip. Let's go. Als nächstes machen wir einen Kip-Up und dann mache ich noch einen kleinen Special dafür. Machen wir mal die Methode, die Spider-Man eigentlich hätte machen sollen, damit es geil aussieht. Genau das. Und genau das hätte er machen sollen. Okay, let's go zum nächsten Move. Ich bin jetzt schon so lange in diesem Sportgame drin. Ich bin 20 Jahre und weiß bis heute nicht, wie dieser Trick heißt. Aber ich weiß, es ist so ein Ratschlag in der Luft. Und da muss ich die Matte umkicken. Oder den Gegner wie im Video. Mal gucken, Kicks sind nicht meins. Aber müssen wir auch gebacken kriegen. Im Video müssen dann immer so Brötchen als gebacken drin liegen. Weil ich habe so oft gebacken gesagt. Ich back schon manchmal. Aber es sind so Kicks. Kekse so. Spaß, ja, ich back nicht. Okay, dann lass versuchen. Ja, der hat auch First Try geklappt, voll überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Okay, ab zum nächsten Move. So, jetzt machen wir einen Flickflack.
mit so einem leichten Kick sollte eigentlich auch machbar sein. Okay, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht wegen dem Kick, aber es war eigentlich easy. Okay, ab zum nächsten Move. Also der nächste Move, den müsste man eigentlich so leicht vom Boden abspringen, dann einen Backflip machen, weil das ein Bug war, aber ich glaube, ich weiß, was Spider-Man machen wollte. Das machen wir jetzt auch nach. Okay. One more try. Der war eigentlich auch ziemlich einfach, nur der Drop war ein bisschen hart. Aber ab zum nächsten Move. Der nächste Trick, den mache ich tatsächlich auch ab und zu mal gerne. Mal gucken, wie der funktioniert. Habe einfach einen Fuß am Teppich verbrannt. Ich habe so richtig schön hinterhergezogen. Okay, nochmal, ohne Cappy. Okay, der war auch okay. Ab zum nächsten Spider-Man-Move. Okay, vorwärts Ganze mache ich tatsächlich sehr, sehr oft. Der wird auf jeden Fall auch nicht so schwer sein. Mensch, Spidey, ich bin langsam gelangweilt. Wir müssen mal ein bisschen Action hier machen. Den Trick auch noch geschafft. Ab zum nächsten Spider-Man-Move. Der nächste Move ist ein bisschen eklig. Mit zwei Füßen an die Wand springen, dann Flickflack. In dem Videospiel springt dann ein Gegner und macht den Flickflack. Aber ich muss sagen, ich finde das persönlich wirklich sehr schwierig, weil man so viel Impact dann auf den Flickflack hat. Aber kriegen wir auch gebacken. Schön, dass ich mir die Matte hingelegt habe und einfach drüber gesprungen bin. Okay, jetzt habe ich mal die Matte ein bisschen näher geschoben, nicht, dass ich wieder drüber springe. Und das rote Ding ist unser Gegner und den flippen wir jetzt. Okay, und jetzt nochmal eine 360 Dive Roll. Okay, also den Move, den kann ich auch nicht so gut. Ich habe ihn jetzt ein paar Wochen mal gemacht. Er hat dann auch gut funktioniert. Aber es ist der Touchdown Race und wir versuchen den jetzt auch. Okay, hat besser geklappt, als ich gedacht hätte. Ab zum nächsten Move. Okay, Standing Full geht eigentlich auch noch. Aber ich habe ihn nie in Superheldenlandung gemacht, freiwillig. Das war die falsche Seite. Okay, ready? Hab ich gemerkt. Okay, drei. Also der hat echt hart gezogen am Rücken. Ja. Okay, ich weiß zwar nicht, wie der Trick heißt. Das sieht ein bisschen kompliziert aus, aber für mich sieht er aus wie ein Radschlag und zurückgedreht. Okay, let's go. Okay, hierfür muss ich ein bisschen softer rüberkommen. So, als nächstes kommt der stinknormale Wallflip. Jetzt machen wir den Stunny Backflip, der gehört natürlich immer dazu und auch bei Spider-Man gehört er dazu. Digga, gleich die wackeligste Geschichte ausgesucht, hä? Okay? Ja. Okay, drei. Boah, Digga. Okay, drei. Zwei. Eins. Okay, jetzt kommen wir zum Frontflip. Der gehört natürlich auch immer dazu im Parkoursport, im Freerunning-Sport. Und natürlich sollte den Spider-Man auch kennen. Und jetzt schaue ich, ob ich ihn auch schaffe.
So Leute, das war's mit dem Video. Wir haben jetzt mal die ganzen Spider-Man-Moves ausprobiert und geschaut, was möglich ist, was nicht möglich ist. Bis jetzt war alles möglich. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Wenn ja, werden wir auf jeden Fall noch einen zweiten Part drehen. Und eine Sache, was ich gemerkt habe bei den ganzen Spider-Man-Landungen, durch diese ganzen Landungen drückt sich der Zeh nach hinten. Und ich hatte schon immer als Kind die Angewohnheit, dass ich mir das unten gerissen habe. Und ich glaube, heute ist es auch gerissen. Gucken Sie es mal an. Guck mal das Loch. Siehst du? Ja, also Spider-Man zu sein ist nicht einfach. Tut weh. Aber ja, folgt mir, wenn ihr mehr von diesen Stunt-Videos sehen wollt. Bis dahin, ciao.